US Open für das Finale vom 9. September dieses Jahres in Flushing Meadow kann in wenigen Minuten hier beginnen. Die beiden Spielerinnen sind auf den Platz gekommen. Es wird noch 2-3 Minuten dauern. Hier wird noch ein bisschen Musik und Stimmung gemacht in der Halle, um dieses Finale anzuheizen. Die Bilder hier sind eine Produktion der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft SRG. Die Saalsporthalle von Zürich natürlich ausverkauft. Einige Plätze sind noch frei, aber ich nehme an, dass die Gäste aus dem VIP-Bereich gleich vollzählig auch hier in der Halle sein werden. Großer Beifall für Steffi Graf, die ja große Mühe hatte im Halbfinale, 2 Stunden gegen Maleva spielen musste und noch länger, fast 3 Stunden, kämpfte sich Sabatini gegen Nowotna in dieses Finale von Zürich durch. Da werden die Erfolge aufgezählt von Steffi Graf in diesem Jahr. Insgesamt hat sie 7 Titel gewonnen. Finalistin am US Open gegen Gabriela Sabatini. Halbfinale in Wimbledon, wo sie gegen Zina Garrison ausschied. Bisher 9 Grand Slam-Titel und insgesamt 51 Turniersiege. In den ersten 4 Runden in Zürich schlug sie Andrea Liant, Dinky van Rensburg, Natalie Tosia und Manuela Maleva Franier. Steffi Graf, Federal Republic of Germany. Ja, dann nimmt der Hallensprecher mir einen Teil der Arbeit ab, freundlicherweise. Beifall für Steffi, da der Herr im rosa Hemd. In der rechten Bildhälfte zu erkennen, das ist Carlos Kiermaier, der neue Coach von ihr, von Gabriela Sabatini. Geboren am 16. Mai 1970 in Buenos Aires, wo sie heute noch lebt. Einen Zweitwohnsitz hat sie in Key Biscayne. 1986 war sie schon einmal an den Indoors, damals verlor sie in der ersten Runde überraschend. 1990 absolvierte sie bisher 12 Turniere. Siegerin im Boca Raton über das Jungtalent Jennifer Capriati. Bezwingerin am US Open von Steffi Graf in einem Zweisatz. In Amelia Island verlor sie im Halbfinale gegen Arantxa Sánchez Vicario. Halbfinalteilnahme am Italian Open, wo sie von Martina Navratilova geschlagen wurde. Dieselbe Gegnerin bezwang sie auch in Wimbledon. Halbfinale am Canadian Open. Gabriela Sabatini, Argentina. Auch hier wohlgemeinter, verdienter Beifall. Ein bisschen schon auf Vorschuss, denn die 3.500 Zuschauer hier in Zürich und sicherlich auch Sie daheim versprechen sich doch einiges von diesem Endspiel. Schiedsrichter der Finalpartie ist Alfred Germann. Da haben wir den Stuhlschiedsrichter Alfred Germann aus Basel, 50 Jahre alt. Zivilberuf, ein Chemietechniker. Kein Wunder, wenn man aus Basel kommt. Es kann also gleich losgehen, noch einmal den Aufschlag üben. Die Frage ist, ob beide heute offensiv spielen wollen, spielen werden, so wie im Verlaufe dieser Turnierwoche. Steffi hat es ja mit Erfolg probiert. War häufiger als sonst, als früher, bis zu 15 Mal am Netz, hat auch die meisten Punkte dort gewonnen. Und hier gilt es natürlich heute gegen Sabatini von Anfang an Druck zu machen. Der Boden, ein Teppichboden, ein Vorteil für Steffi Graf, für das schnelle Spiel der Deutschen. Die beiden standen sich auf Teppichboden. Dreimal bisher gegenüber und da hat Steffi Graf eine positive Bilanz, 3-0. Alle dreimal spielten die beiden auf Teppichböden beim Damenmasters in New York gegeneinander und dreimal siegte Steffi. Ganz herzlich bitte, während dem Spiel keine Blitzlichtaufnahmen zu machen. Dankeschön. Time. So, die Aufforderung, Time, Zeit, dieses Finale zu beginnen bei diesem mit $350.000 dotierten Turnier. Alle Bälle nach rechts. Und wollen wir sehen, ob es die Steffi besser macht als heute Morgen der Boris im Finale von Tokio. Decker hat ja im Tiebreak des dritten Satzes gegen Ivan Lendl verloren. So, das Finale kann beginnen.
Aufschlag Steffi Graf. Play. Christine Lahr. Da sind noch einige Zuschauer unterwegs, suchen ihren Platz, fühlen sich natürlich wie überall in allen Tennisstadien nicht angesprochen. Gut, auf der Linie, 30-0. Tadelloser Auftakt für Steffi Graf. Nicht nur das Aufschlagspiel gewonnen, sondern auch noch zu Null. Ich glaube, das sollte sie doch, wenn sie überhaupt nervös ist, vor diesem 23. Spiel gegen Sabatini, das sollte sie doch ruhig werden lassen. Sabatini spielt zum ersten Mal ein offizielles Turnier seit ihrem Finalerfolg in Flushing Meadow. Vorigen Monat, seit dem Sieg über Steffi Graf. Zum 23. Mal stehen sie sich offiziell gegenüber. Dazu kommen natürlich Serien von Schaukampfturnieren. Lange Zeit sah es ja so aus, in der Frühzeit dieser beiden Spielerinnen, als sollte Steffi immer die Oberhand behalten. Gewann 11 Mal in Folge, bis dann Gabriela Sabatini im Frühjahr 88 zweimal in Folge gegen Steffi gewann. Das hat ja auch Seltenheitswert. Das hat neben Sabatini nur Monika Seles geschafft in diesem Jahr durch die Erfolge in Berlin und Paris. Zu diesem Finale 1-0. Zum ersten Mal jetzt Aufschlag der 20-jährigen Argentinierin. Für Steffi gilt es hier anzugreifen. Erster Punkt für die Nummer 4 der Weltrangliste. Jetzt aus. Steffi macht einen sehr konzentrierten Eindruck. Der Maus. Die ersten Breakchancen sind da. Ah.
2-0. Doch ein bisschen gut, überraschend glatt. Diese Führung für Steffi Graf. Klasse Aufschlag. Auf einem solch schnellen Teppichboden natürlich die halbe Miete. Ah, Steffi macht Druck, ich sagte das. Das muss das Rezept sein. Da stand sie nicht richtig zum Ball. Eigentlich der erste Fehler der Deutschen. Wieder ein Beispiel, dass dieser schnelle Teppichboden ein klares Plus für die Deutsche ist. Schön glatt diese Vorhand geschlagen. Auch diese Rückhand ins Aus geschoben. Trotz dieser zwei kleinen Fehler von Steffi bisher eine tadellose Leistung. Sie führt 13-0 im ersten Satz. Wir sind gleich zurück in Zürich. Ja, ein bisschen Sorge im Blick von Carlos Kiermaier, dem Brasilianer, der seit Juni dieses Jahres an der Seite von Gabriela Sabatini steht. 0-3 aus ihrer Sicht und Aufschlag. Gut vorgetragen, dieser erste richtige Angriff von Sabatini, aber noch besser gekontert von Steffi Graf. Das war eine kleine Kostprobe von der neuen Gabriela. Zweiter Angriff, diesmal erfolgreich abgeschlossen. Das ist es. Muss Sabatini mit dem zweiten den Ball ins Spiel bringen. Da muss Steffi was draus machen, denn der zweite Aufschlag ist nach wie vor harmlos.
War der erste Angriff von Steffi. Misslungen. Zum ersten Mal bei 40-30 heißt es Spielball für die 20-Jährige aus Buenos Aires. Der ist unerreichbar. Klasse. Da war vieles drin. Tschüss. Stramme Vorhandschläge, die durchgezogene Rückhand und hier dann zum Schluss dieser perfekte Stopp, fast von der Grundlinie gespielt. Die Eltern von Steffi und Anhang. Da schien Sabatini überrascht gewesen zu sein, dass dieser Aufschlag gut war. Und wieder Breakchance, Spielball zum 4:0 für die Deutsche. Das ist es. Punkt und Spiel. Kein Seitenwechsel. Steffi geht nur ihrem Stuhl, um sich ein wenig abzutrocknen, denn heute gilt das Gleiche wie schon gestern. Draußen ist es extrem warm für diese Jahreszeit, über 20 Grad. Und hier in der Halle ist es doch sehr schnell sehr, sehr stickig. 4:0. Ah, der guckt rüber. Netzberührung. Noch einmal erster Aufschlag. Ja, 0:40. Möglichkeiten zu einem ersten Rebreak für Sabatini. Zwei weitere Möglichkeiten. Vielleicht ist es ein bisschen zu glatt, zu schnell gegangen zu Beginn für Steffi. Ich glaube, bei einer 4:0-Führung hat sie durchaus dieses Polster, einmal selbst den Aufschlag zu verlieren. Erstes Rebreak, nur noch 4:1 die Führung für Steffi Graf in diesem ersten Satz. Wir melden uns gleich zurück aus der Saalsporthalle von Zürich. Wir gehen im Finale von Zürich, dieser European Indoors. $70.000 warten auf die Siegerinnen. Ich glaube für Steffi, die hat ja schon über $1 Million allein in diesem Jahr offiziell im Preisgeld verdient. Geht es wohl mehr um das Prestige, die Scharte von Flushing Meadow auszuwetzen. 4:1 Führung für die Deutsche, Aufschlag. Sabatini.
geht ins Haus. Auch der im Haus. 40-0. Wieder Möglichkeiten für die Südamerikanerin, sich wieder heranzuarbeiten. Gut gerettet. Aber da kommt sie nicht hin. Gutes Auge von Steffi Graf. Noch einmal die Zeitlupe hier. Auch weit auf die Rückhandseite gespielt. Und dann sieht Steffi, dass ihre Gegnerin zu weit hinter der Grundlinie steht. 40-15. Der passt. Ein bisschen Akrobatik auf dem Tennisplatz. Verdienter Beifall für Gabriela Sabatini. Vier zu zwei. Dennoch Zufriedenheit bei Mutter Heidi. Der angehenden Schwiegertochter, glaube ich. Pavel Lose, Vater Graf. Nach Netzangriffen führt Sabatini mit 5-1. Auch hier geht sie ungewohnt genug, wenn man mal an die Vergangenheit denkt, mutig nach vorn und wird belohnt. 15 beide. Ah, da wollte sie was riskieren, mal was anderes spielen. Geht ins Auge. Steffi auf dem Weg zum 5-2 in diesem ersten Satz. Raus. Punkt und Spiel. 5-2 die Führung für die Titelverteidigerin hier bei diesen
europäischen Hallenmeisterschaften für Steffi Graf, die hier bis etwa 12, 13 Minuten vor Matchbeginn noch trainiert hat mit Pavel Slozil. Pavel Slozil sagte mir, also wenn ich Steffi hier auf diesem Boden und in Anbetracht der Tatsache, dass Sabatini gestern 3 Stunden gespielt hat, wenn Steffi hier nicht 6-2, 6-2 oder so ähnlich gewinnt, dann wüsste er nicht, was in dieser Tenniswelt noch stimme. Bis zum 5-2 im ersten Satz ist Steffi gekommen, während wir hier beim Seitenwechsel eine wie immer schön anzusehende Spielstudie von Sabatini haben. Sehr temperamentvoll und hier früh ein Bild mit Seltenheitswert. Sie geht vor, greift an. Das war dieser akrobatische Ball. Ich nenne das immer eine brasilianische Rückhand über Kopf, aber in diesem Fall von einer Argentinierin gespielt. Das mag so ganz nicht stimmen. 5-2 Graf, Aufschlag Sabatini. Der war aus, einwandfrei aus, dieser Ball, aber wird gut gegeben. Während Sabatini im Bild ist, steht Steffi da zweifelnd und schaut sich die Grundlinie an. Es geht um diesen Ball, ist jetzt in etwa auf der Linie, war klar am Aus. Wird aber nicht ausgegeben, deswegen heißt es 5-10 beide. Steffi muss Druck machen, das Spiel bestimmen, dann kann hier eigentlich nichts schief gehen. Sich beide, 2 Punkte dennoch für Steffi zum Satzgewinn. Ja, dieser Vorhandreturn war reichlich überhastet geschlagen. Steffi Graf, Spielball zum 3-5. Diesmal ist der Mut belohnt worden. Der zweite geplante Netzangriff von Steffi. Wollen wir häufiger sehen. Gute Länge, schön tief auf die Vorhand. Dann gut reagiert, gut aufgepasst beim Volley. Einstand. Ja. Sehr schön fürs Publikum anzusehen, aber ich meine, bei einem solchen Spielstand ein bisschen sehr lässig von Sabatini, die da ein bisschen spät reagiert und dann sicherlich den Ball aus der Drehung besser hätte spielen können. Aber so heißt es Vorteil für Steffi Graf und das ist Satzball.
Das ist ein Teil des Fanclubs aus Mailand. 35 junge Damen, die dahinter der Loge der Familie Graf sitzen. 35 junge Damen, die vor einem Jahr einen Fanclub gebildet haben, die in Italien und hier nach Zürich gekommen sind, um ihre Steffi hier anzufeuern. Die Schwester, aber die. Das ist eine gute Kämpferin mit einem Löwenherz. Das hat sie gestern auch gegen Jana Novotna bewiesen. Ball wird ausgegeben, dieser Aufschlag. Und der schweizerische Schiedsrichter Alfred Gehrmann hebt diese Entscheidung des Linienrichters auf. Sagt, der Ball war gut. Wiederholung des Aufschlages. Steffi diskutiert, fragt nochmal, sind Sie wirklich der Meinung, dass dieser Ball gut war? Na, ich glaube schon, dass der an der oder auf der Linie war. Spiel für Gabriela Sabatini. Ein Satzball abgewehrt. 5:3 die Führung für Steffi Graf. Natürlich jetzt diesen Satz nach Hause servieren kann. Nach dem Superstart in den ersten 10 Minuten 4:0, da machte Sabatini ganze 7 Punkte. Aber seitdem ist das Spiel doch ein bisschen ausgeglichener geworden. Aber Steffi hat immer noch Vorteil. Liebe Zuschauer, es hat immer noch weniger Blitzlicht. Gabriela Sabatini hat ja Erfahrungen aus ihrem gestrigen Halbfinalspiel. Da führte eigentlich Jana Novotna 5-6 Mal mit Break vor und konnte das nicht in einen Sieg ummünzen. So wie jetzt Steffi Graf zum Beispiel führt. Das war einer dieser neuen Überraschungsangriffe von Sabatini, die ihr Spiel insgesamt gesehen doch erheblich umgestellt hat, seitdem sie von Carlos Kirmaier betreut wird. Kommt. 30 beide. Wackelig, dieser Vorhandvolley, nicht genau genug platziert, aber dann für Steffi, Gott sei Dank, der Lob nicht weit genug. 30 beide. Guter Treibschlag mit der Vorhand. Weit hinaus aus dem Feld von Sabatini.
jetzt nach gut einer halben Stunde. Zweiter Satzball. Das Publikum macht heute mit, ansonsten sind die Schwarzer ja beim Tennis recht reserviert. Satzball Nummer 2. Der Satz bei der Deutschen. 35 Minuten gespielt. Steffi holte sich mit 6:3. Mal den Steffi Fanclub aus Italien. Stehen so englische Sprüche drauf. So in etwa ein Märchen ohne Ende. Geboren als Sage. Also das muss eine sehr eingeschworene Gemeinde sein. Erster Satz. Steffi Graf 6:3. Und Gabriela Sabatini eröffnet jetzt den zweiten Durchgang, in dem Moment, wenn die letzten Zuschauer hier ihre Plätze gefunden haben. Gut gekontert von Sabatini. Die Netzbilanz von Steffi bisher ausgeglichen. Viermal angegriffen, zweimal den Punkt gemacht. Hier geht sie mit einem nach einem Rückhandslice vor, aber gut gekontert. Kurz cross die Rückhand von Sabatini. Ran. Ah, das ist nach dem Geschmack des Publikums. Zwei Spielerinnen, die sich jahrelang gegenüberstanden und von der Grundlinie aus agierten, sehen sich das hier an mit einmal Netzduell zwischen Steffi Graf und Sabatini. 30-0. Der Slice besser. Ja, die beiden kennen sich aus dem FF. Auf die Linie. Es war zwar, um ehrlich zu sein, ein etwas verunglückter Schlag, dieser Notlob, der kam etwas vom Rahmen. Angriff Sabatini erneut und dann, er klang nicht sauber, aber was spielt das für eine Rolle? Punkt für Steffi Graf und nach 40-0 heißt es 40 beide.
den wir sie gut gesehen haben. Hier kommt die Zeitlupe. Sie können sich selbst ein Bild machen. Da kommt der Vorhand Longline. Tja, die Entscheidung, der Arm des Linienrichters ist schnell draußen. Brick Chance Graf. Ja, das nimmt mich mit Überraschung. Nach 40-0 für Sabatini macht Steffi das Spiel. Führt in den Sätzen 1-0 und nach Break auch im zweiten Durchgang mit 1-0. Wir sind gleich zurück in Zürich. Es laufen einige Zeitlupenstudien von Steffi Graf, der Spielerin mit der wohl besten Beinarbeit überhaupt. Und auch Sabatini stark verbessert. Allerdings hier bisher im bisherigen Spielverlauf dieses Finales von Zürich spielt Steffi ihre Vorteile perfekt aus. Das drückt sich auch im Spielstand aus. 6-3, 1-0 hat den Vorteil für sie, einen Vorteil, den schnellen halben Boden bisher perfekt genutzt und schlägt auf. Gutes Auge dazu. Steffi war zur Stelle. Das war unkonzentriert. Aber sowas sollte Steffi schnell vergessen. Auch die Meisterin darf Fehler machen. Sabatini will in dieser Phase das Tempo von Steffi nicht mitspielen. Verzögert ein bisschen den Aufschlag der Deutschen. Jetzt wieder, Steffi steht da, sie haben es nicht im Bild, ganz langsam, gemächlich, den Rücken zu Steffi gewandt, Sabatini auf der anderen Seite. Sehr sicher und technisch sauber diese Schläge von Sabatini. 40-30. Aufs Netz und rüber. Aber man muss es ihr lassen, der Argentinierin, ihr Mut wird belohnt. 14 Mal war sie jetzt vorne am Netz. Hier greift sie über die Rückhand von Steffi an. Der erste Aufschlag von Steffi ist klasse bisher. Gestern hatte sie gegen Maleva eine Quote von 79% erste Aufschläge. Da dürfte sie im Moment auch etwa liegen.
Spielball Nummer 4 zum 2:0 im zweiten Satz. Wieder ist es Einstand. Steffi nutzt ihre halbe Minute zwischen den Bällen, um sich das Handtuch zu holen. Denn es ist, ich sagte es, wieder warm, sehr warm hier in der Halle. Könnte man das Dach aufmachen? Ich glaube, das wäre das Beste. Im Grunde das Wetter in Zürich ideal, um draußen Tennis zu spielen. Da hat Steffi sich einfach entschlossen, auf jeden Fall nach vorne zu gehen. Nicht tief genug angegriffen, prompt passiert. Doppelfehler. Mit Doppelfehler dem ersten in diesem Match. Das Rebreak, das 1:1 in diesem zweiten Satz. Also genau das gleiche Spiel wie vorher bei Gabriela, die 40-0 hatte und ihr Aufschlagspiel verlor. Steffi hatte eben 40-15 und noch zwei weitere Spielbälle und musste dennoch ihr Aufschlagspiel abgeben. 1-1, zweiter Satz. Aufschlag bei der 20-Jährigen aus Buenos Aires. Er passte genau. Er hat zu statisch geschlagen, diese Vorhand von Sabatini, die mir nicht so frisch erscheint wie gestern noch. In ihrem Halbfinale gegen Nowotna. Das scheint ihr doch noch ein bisschen in den Knochen zu stecken. Späte Entscheidung des Linienrichters. Dieser Ball soll aus gewesen sein. Was macht Herr Germann? Versucht jetzt mit netten Worten Gabriela zu erklären, warum dieser Aufschlag ein Fehler war. Mit freundlichem Gesicht. Mit freundlichen Worten meint sie etwas weniger Freundliches. Zweiter Aufschlag. Knallhart, diese Vorhand, an den zweiten Aufschlag muss und will Steffi ran. Thank you.
Der Paradeschlag von Sabatini. Finch gilt keine wie sie. Ein Stück aus dem Tennislehrbuch. Zunächst die überrissene Rückhand. Cross und dann ist sie dann Bedrängnis und macht sich frei. Wieder gut gekontert. Steffi ist dennoch unzufrieden, nachdem der gleiche Linienrichter, da haben wir ihn im Hintergrund, diesmal den Aufschlag gut gegeben hat. Ich glaube, diesmal war er aus. Wie auch immer, Steffi nutzt diese zweite Breakchance und führt wieder Break vor mit 2:1 im zweiten Satz, nachdem sie den ersten Satz mit 6:3 gewonnen hat in gut einer halben Stunde. Hier wird vom Regisseur des schweizerischen Fernsehens SRG angekündigt, eine Aufschlagstudie. Nicht bei Ihnen, natürlich nur bei mir im Kopfhörer. Von Steffi Graf sehen Sie die perfekte Beinarbeit der Deutschen, unerreicht, immer in Bewegung, schauend, was macht die Gegnerin jetzt, alles einleiten. Steffi hat also wieder Break vor gegen ihre Dauerkonkurrentin der letzten Jahre. 18:4 insgesamt die Bilanz für Steffi aus den bisherigen 22 offiziellen Spielen. Allerdings unter den 4 Niederlagen gegen Gabriela Sabatini natürlich eine sehr, sehr schmerzliche, die vom Finale der US Open als Steffi in 2 Sätzen unterlag. Ich glaube, wenn bei Steffi die innere Ruhe wieder einkehrt nach dem Wirbel um den Vater, dann wird auch die Siegesserie wieder ein bisschen beständiger sein. Aber wann das der Fall sein wird, das steht von den Sternen. Auf jeden Fall hier und heute macht sie einen guten, einen stabilen Eindruck. Doppelfehler geben können. Das Murren im Publikum war verständlich. Ausgleichende Gerechtigkeit. Sabatini macht den Punkt. 15 Beide. Aufschlag von rechts, weit hinaus auf die Vorhand von Sabatini. Ähnlich wie heute Morgen. Boris Becker sich den Aufschlägen von Lendl gegenüber sah. Auf die Linie, genau, gut. Da kommt Steffi ran, oder? Auf die Linie, Sabatini vorn, dann passt sie auf die Südamerikanerin, 30 Beide. Wieder dieser Aufschlag von rechts, weit hinaus auf die Vorhandseite, eine sehr, sehr effektive Waffe heute von Steffi Graf, Spielball zum 3:1. Ah, der passt. Tschüss.
schnelles Spiel, ein gutes Spiel bisher, das Steffi immer schneller machen will. Am Ende schleichen sich die Fehler ein, bisher meist bei Gabriela Sabatini. Der Klang ist sauber, wird richtig getroffen. Auch diese Möglichkeit zum 3-1 zunächst einmal vertan. Diese zweite Möglichkeit für Steffi. Wieder heißt es Gleichstand, Einstand. Diesmal nicht. Ähnlich wie Steffi selbst attackiert auch Sabatini den zweiten Aufschlag ihrer Gegnerin. Das war eben nach meiner eigenen kleinen Statistik so der 18. gewollte Netzangriff von Gabriela Sabatini. Das hat sie früher das ganze Jahr nicht gespielt. Die Vorhand von Steffi bringt die Entscheidung in diesem Spiel. Also doch das 3-1. Zum ersten Mal bringt eine Spielerin in diesem zweiten Durchgang ihr Aufschlagspiel durch. Wenn gleich auch mit Mühe. Das liest sich gut für Steffi. Aufschlag Sabatini. Klausel. Gibt der geheime Zeichen? Nein, ich glaube nicht. Wird gut gegeben. Publikum murrt wieder. Passt. Bravo, gut gekämpft. War das Publikum vorher einmal nicht einverstanden, als ein Ball von Steffi nach Meinung einiger auf Mullins ausgegangen war. Aber hier, das ist kämpferisch erstklassig. Also wie hier im Publikum jemand Gabi anfeuert, dann kommt gleich der Steffi-Anfeuerungsruf. Verstochen, ins Aus, der kann teuer werden. Das Publikum scheint auch zu ahnen, dass Sabatini hier am Scheideweg angekommen ist. Ein zweites Break für Graf, ich glaube, das wär's. Zunächst einmal gut aus dieser Situation befreit.
diese Rückhand ist mit das Schönste an Gabriela Sabatini. Steffi scheint jetzt nicht mehr zu überraschen zu sein, wenn Sabatini nach vorne kommt. Gelegenheit genug hat sie ja gehabt, sich darauf einzustellen. Zwischen 21 Netzangriffe von Sabatini und zum zweiten Mal weitere Breakchance für die Deutsche. Er passte zwei Handbreit vor die Grundlinie. Erneutes Break, 4:1 Führung, zwei Breaks vor für Steffi Graf. Und nach diesem Seitenwechsel dann Aufschlag bei der Deutschen. Ich kann mich da nur wiederholen, das taktische Konzept ist bisher voll aufgegangen. Es ist so gekommen, wie es eigentlich kommen musste. Steffi Graf auf diesem schnellen Hallenteppichboden sicherlich im Vorteil, hat diese Vorteile genutzt. Und führt verdientermaßen 6-1, 6-3 und 4:1 gegen Sabatini. Und ist dabei, sich für die Finalniederlage von Flushing Meadow hier deutlich zu revanchieren. Allerdings, die Partie ist noch nicht beendet. Sabatini ist eine gute, eine große Kämpferin. Ihr Halbfinale gegen Nowotna hat gestern jede Menge Kraft gekostet. Sie saß am Abend still und stumm im Hotel und, glaubt man darf es so sagen, schaufelte eine Portion Spaghetti in sich hinein. Da war nichts mehr mit Ausgehen und Zürich am Abend kennenlernen. Sie sagte auch nach ihrem gestrigen Erfolg, wie sie sich auf dieses Finale gegen Steffi vorbereiten wolle. Sie sagte, ich glaube, das Wichtigste wird ein guter Schlaf sein. Ansonsten sagte sie, sie wolle aggressiv spielen, das hat sie bisher gemacht. Sie wollte Punkt für Punkt erkämpfen. Perfekt jetzt Steffi Graf, perfekt ihr Aufschlag, ihre Übersicht. Ich glaube, jetzt spielt sie es von oben runter. Das Ass unterstreicht meine Aussage von eben. Am Aufschlag von Steffi gibt es wirklich hier und heute überhaupt nichts auszusetzen. Das Ass unterstreicht meine Aussage von eben. Am Aufschlag von Steffi gibt es wirklich hier und heute überhaupt nichts auszusetzen. Macht durchgehend einen konzentrierten Eindruck. Auch jetzt in dieser vermeintlichen Schlussphase. 6-3, 5-1. Auf die Linie.
Viertelfinale. Ja, diese krachende Rückhand eben von Steffi auch ein Bild mit Seltenheitswert. Sie spielt durchgezogene, die Hitting Backhand eigentlich perfekt, doch viel zu selten. Klasse Ballwechsel, ein klasse Punkt. Dieser Punkt 30-40 heißt Matchball für Steffi Graf. Eine Stunde und 8 Minuten gespielt. Matchball Nummer 1 für Steffi Graf, die Weltranglistenerste. Erste Chance nicht genutzt. Bisschen überhastet, aber die Absicht war richtig, war gut, in diesen zweiten Aufschlag wieder voll rein. Das Publikum möchte ein bisschen mehr sehen von diesen beiden Spitzenspielerinnen. Sieht so aus, diese Rückhand. Eine Chance zum Matchgewinn vorerst nicht genutzt, aber ich glaube, nachdem die Seiten gewechselt sind, dann sollte Steffi eigentlich hier alles klar machen. 6-3 und 5-2 die Führung. In etwa so, wie auch Pavel Slozil, der Trainer von Steffi, das vorausgewünscht hat. Ihm, Carlos Kiermaier, dürfte auch klar gewesen sein, dass auf diesem schnellen Hallenboden, wenn Steffi Graf auch nur einigermaßen beisammen ist, bis in diesen Sommer hinein weltweit im Doppel gespielt. Allerdings diese Tennis-Ehe ist geschieden worden. Sabatini wollte häufiger Doppel spielen, Steffi nicht. Ja, und dann schaut man sich halt zwangsläufig um nach einer anderen Partnerin. In diesem Fall hat Sabatini sie mit ihrer Landsmännin Mercedes Paz gefunden. Zufriedenheit eben im Gesicht und auch Stolz dazu, zu Recht, im Gesicht von Peter Graf. Tennisplatz ist heute alles in Ordnung. Bitte keine Gesten. War gut an der Linie. Steffi steht da zweifelnd. Was sollte sie jetzt
bei diesem Spielstand, in dieser Phase des Matches nicht tun. Sich nicht aufregen, nicht die Konzentration verlieren. 15 beide. Einige Unstimmigkeiten auf dem Platz. Keiner wusste, wer was gesagt hatte. Da war Netzberührung, also erster Aufschlag. Fehler beim ersten. Sie sagte sie doch selbst, Punkt für Punkt wollte sie sicher kämpfen. Wenn sie sich nicht darum kümmert, wie es insgesamt steht, kann auch jetzt noch ein solches Rezept aufgehen. Konzept. Wird ausgegeben, oder? Overruled vom Schiedsrichter, wollen wir mal abwarten. Wird gut gegeben und damit 40-30. Der zuständige Linienrichter sagte aus und Herr Germann overholt, sagt Punkt an Graf 40-30 und damit jetzt also erneut Matchball. Jetzt ausgeschoben, diese Rückhand, die Partie ist vorbei, die Revanche ist gelungen, Steffi Graf. Darf, muss mit sich hoch zufrieden sein, gewinnt gegen Gabriela Sabatini in einer Stunde und 15 Minuten problemlos 6-3 und 6-2. Eine klasse Partie, taktisch gut eingestellt.